Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darkness of Might and Magic. Ich check sicher jetzt aber, ob der tatsächlich aufnimmt. Jo, hat er gut, alles läuft. Ja. Man muss da mal vorsichtig sein. Ja, wir haben ja das Problem, dass wir hier zwar schmieden können, aber ich keinen Hammer habe. Derzeit. Oh, warte mal, da blinkt noch was. Okay. Offenbar. Doch egal. Aber die Truhe konnte ich dann ja nicht öffnen, weil ich ja kein Lockpick habe. Oh, Höhlenmalereien. Juhu. Orks und wahre Künstler. Gut. Aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt weiter, wenn wir das noch nicht machen können. Boah, das ging doch mal. Das war nicht so das Problem. Steh oder stirb! Also irgendwie sind die Orks hier gerade nicht so problematisch. Die Bestie kommt mir bekannt vor. Ein Zyklop in Gefangenschaft. Ich bin beeindruckt. Wahrscheinlich bewacht er den Ausgang. Okay. Dadurch, dass der ein Zyklop ist, sicherheitshalber mal speichern. Speichern ist immer gut. Was habe ich so an Fähigkeitspunkten noch übrig? Das brauche ich nicht. Den hier habe ich. Ich denke, als nächstes würde ich dann weiter in Stärke gehen. Also ich schaue schon mal nach, was ich mache, wenn mit den Fähigkeitspunkten, die ich wahrscheinlich aus dem Kampf mit dem Zyklopen dann bekomme. Gut. Oder ich kann, wenn ich 10 Punkte, dann kann ich meine Lebenspunkte auf dementsprechend erhöhen. Das bringt mir halt nicht so viel. Erlaubt den Ausschuss von Adrenalin und damit das Auszahlen deines Todesreichs wird. Oh, zwei hintereinander. Das ist eventuell ganz gut. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern das tatsächlich mir was bringt. Ich denke aber, ich sollte als nächstes Stärke und Leben weiter hochpushen bei mir. Verstohlenheit brauche ich nicht. Magische Affinität brauche ich auch nicht, da ich eigentlich keine Magie benutze. Hallo, ich bin Puppe. Ja, vernichte ich! Fuck you. Oh shit. Oh shit. Komm, 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 bitte, bitte, bitte. Nicht gut. Oh, Fella. Nicht gut. Au. Fuck, ich hänge hier fest, Mutter. Alter, ich hab gekauft, er hat nicht geblockt. Gut. Ah!
Ach, magst du das nicht, wenn ich da auf dein Auge gehe? Oh, das tut mir aber leid. Zeig mir dein nettes Äuglein. Komm schon. Ja, fuck it. Yay, ab ins Auge. Tja, das ging wohl ins Auge. Flachwitze. Wundervoll, einen Zyklopen zu töten. Diese Macht. Mein wundervoller Sarit. Du bist ein würdiger Erbe deines Vaters und auch ein würdiger Nachfolger. Ich finde es ja lustig, wie die voll auf mich steht. Gut. Gut, ich habe den Zyklopen platt gemacht, deshalb speichern. Gut, wo gibt es... Ah, okay, hier kann ich das theoretisch aufmachen. Ich schaue mich aber nochmal um vor. Ein Leichnam. Mhm. Was gibt es hier alles so in dem. Ja. Oh, okay. Was passiert, wenn ich die. Ah, okay, damit hätte man wahrscheinlich auch den Zyklopen. Bisschen fertig machen können. Was ist hier noch? Komme ich von hier aus? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich von hier aus komme. Ich glaube aber schon. Jupp, ich komme von hier aus. Gut. Da pendelt das Ding immer noch schön brav weiter. Was war denn hier sonst noch so an möglichen Wegen? Ich denke, der einzige Weg, der noch der bleibt, ist der logische. Passiert hier auch mal was? Achso, ja, da hinten. Das Tor geht tatsächlich auf. Gut. Gut. Dann, ja. Ich hab auf Wiedersehen. Genug von orkischen Tunneln, du nicht auch? Vorwärts. Yep. Drei Fertigkeitspunkte und nochmal speichern. Mit den drei Fertigkeitspunkten alleine können wir gerade nicht viel anfangen. Ich frage mich, ob wir irgendwie da hinaufklettern können. Ach, nee. Gut. Wie weit kann ich hier? Suppala, die Duppala, Hapala. Geh hier am besten noch einmal. Ist hier noch irgendwo was weiteres, wo ich. Gut, dass ich gespeichert habe. What the fucking hell? What the fucking hell? Einmal kurz durch die Turmwand geglitscht. Oh gut. Ding, 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 ding.
Ich frage mich, ob wir irgendwie da hinaufklettern können. Ja, können wir schon. Keine Panik. Gut, hoppala. Endlich. Dann wir sind diese Orks los. Und keinen Moment zu früh. Wir müssen etwas gegen diesen Ort hier unternehmen, sobald du die Macht hast. Lass uns erst hier verschwinden. Natürlich, mein Prinz. Wo ist jetzt hier der Blitzdolch, den ich gerade aufgesammelt habe? Langeschwert, ist das den Tränker? Oh. Ich hatte das Gefühl, da ist ein Schild verschwunden. Okay, ich habe einen orkischen Rundschild noch und der da irgendwie komisch ist. Okay, dann muss ich als nächstes den orkischen Rundschild nehmen. Ich denke, ich sollte dann mal wieder neue Schilder mitnehmen, eventuell. Ach so, ja. Gut. Ja, da sind Blitzdolche. Okay, Schadenkampf. Ja, okay. Bringt mir nicht viel die Blitzdolche. Gut. Mana-Trank, Lebenstrank. Sonst hier noch irgendwas. Sich jetzt aber nochmal speichern. Lieber zu viel als zu wenig speichern, wie ich schon häufiger mal gesagt habe. Ah, Spinnies. Okay. Ich habe das Scherzgefühl, dass hier immer noch irgendwo blöde Spinnen rumlungern. Ja, fuck it, ey. Da hat sich eben echt kurz Panik geschoben. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nee. Nee, da komme ich offenbar gerade nicht weiter. Oh fuck, da ist noch eine verkackte Spinne.
Und noch eine, yay. Okay, das kriege ich nicht auf gerade. Ne, sieht tatsächlich nicht so aus, als ob ich das aufbekommen würde. Dann muss ich hier weiter rumgehen. Verfickte Spinnen. Die habe ich gesehen. I see you. Boah, ey. Ich habe noch nie so viele Spinnen in einem Videospiel erlebt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Nochmal Spiel speichern. Und ich checke mal, wie lange ist die Folge? Boah, kann noch. That passed. Ah, okay. Hier ist das jetzt also gerade. Gut. Ich finde es ja faszinierend, dass die Spinnen, dass die Orks mit den Spinnen offenbar so in Harmonie hier leben. Okay. Ja, das sieht ja mal auch sehr lustig aus hier wieder. Das Geräusch. Hey, du. Oh, wie süß. Kleine Kopf. Fuck you. Die Viecher sind einfach so schwer zu treffen, das ist echt blöd. Das war es mit dem jetzt aber, denke ich. Kann ich dann auch halt. Nope, hier ist nichts. Schade. Gut, Pilzen nochmal mitnehmen. Oder was können eigentlich diese Pilze nochmal? Achso, das sind Mahlzeiten. Oh. Alter, diese magischen Pilze sind ja richtig gut. Schön, dass mir das jetzt erst auffällt. Traurigerweise. Egal. Gut, ich habe noch Giftbogen, ich habe auch noch den langen Bogen. Den Elfenbogen habe ich auch. Und ich laufe die ganze Zeit mit den Seilspannbogen durch die Gegend. Wieso habe ich eigentlich mit den... Ach, egal. Gut, ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Alles, was ich an Fertigkeiten habe, beziehungsweise machen möchte, kostet mehr. Senkt die Einzigmaschinen, höre ich für kurze Zeit. Schwächung den Feld an. Okay. Bezirksfeindliche Wesen und bringt euch dazu für eine. Ich denke nicht, dass mir das so viel bringt. Heilenfrieren, Feuerfalle, Inferno. Wow. Ein möglichst schnelles Nachladen. Ist eigentlich schon ganz geil. Aber dadurch, dass ich sowieso nicht so viel mit dem Bogen und dem Cam spiele, ist das hier Stärke, denke ich, das Bessere. Schaden habe ich 8. Mit Stärke 2 würde ich dann auf 9 Schaden kommen.
Mit Stärke 3 würde ich dann auf 12 Schaden kommen. Okay. Ruckel gerade. Das ist jetzt gerade irgendwie ziemlich laggy. Das ist nicht so optimal. Boah. Die Frage ist, was hat das hiermit noch auf sich, mit dem Ding hier? Ich weiß nicht. Es sieht nicht so aus, als ob ich da jetzt gerade so vernünftig rüberkomme. Oh, das ruckelt gerade ganz schön, das ist scheiße. Also. Boah. Okay, jetzt hat er sich wieder gefangen. Ich habe keine Ahnung, wieso der eben so runtergegangen ist mit den Frames. Aber. Die sind so klein. Das macht sie problematisch zu treffen. Ey. Ah shit. Okay, da brennt doch. Wie der da rumläuft, ein bisschen eingekuckelt, ist ja lustig. Was ist hier alles so? Oh. Das ist doch eigentlich ganz geil. Wo ich den. Ah, da ist einer. Die sind zwei sogar. Nee. Irgendwie. Mal schauen, was das hier so gibt. Okay. Hier gibt es einen Heiltrink noch. Das ist ein Problem. Wo sind die scheiß Viecher nur? Das ist echt ein bisschen nervig gerade mit denen. Das ist hier. Nachtsicht, einmal hier checken. Was ist hier so? What the? Hui, da macht die Minen. Da macht das Minenkartenabgang. Ey. Wo ist dieser scheiß Goblin jetzt denn hier? Okay, gut. Ich kann mein Ding hier erstmal kurz runter. Zeit zu sterben, Mensch. Ah, die Fässer brennen. Oh. Cool, hier ist noch eine. Elfenschild. Oh, das könnte tatsächlich noch interessant sein, das Elfenschild.
Wo sind diese scheiß Viecher? Ah, da ist... Hey. Ja, verkackte Koblenz, ey, die nerven gerade ein bisschen. Gut, 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 das hier ein bisschen weg. Schatten durch, erfordert Stunden halt 3. Gut, 11 im Schild. Was macht das? Achso, Erdfeuerschild. Achso, habe ich schon eins. Hm. Egal. Wo? Ja, gut. Ich laufe jetzt mal rein zu denen hier. Komm schon, Jesch. Und tschüss. Hey, da war noch was? Gut. Ich check mal kurz, wie weit die Folge ist, aber die müsste... Oh, die ist schon bei 26 Minuten. Hm. Ey, ich hab dich doch gerade erst gekillt, oder was für ein anderer? Fuck you. Geht doch, gut. Gut, 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 gut. Wir sind zwar bei 26 Minuten, aber... Durch dass wir das Spiel mal auch ein bisschen progressen wollen, denke ich, mache ich sozusagen eine 30 Minuten Folge daraus. Oder an die 30 Minuten. Du Mensch, öffne den Käfig oder Urok werden sauer. Ich möchte tatsächlich eigentlich den Käfig öffnen. Wo kann ich den denn öffnen? Wo kriege ich den auf? Das finde ich nämlich lustig, den da rauszulassen. Ah, das ist ein Hackmesser. Hm. Wie kann ich diesen Käfig öffnen? Ist hier irgendwas, womit ich den aufmachen kann? Hm. Ah, da. Dumme Goblins. Urok werden stampfen über Pickelgesichter von Goblins. Ist mir geil. Fremder bald seinen Drachen. Du musst nicht scheuern, aber Schmerzen seien gut. Wenn Schmerzen, dann du nicht tot. Hey, geil, der Ork ist mir nicht feindlich gesund. Dadurch, dass ich ihn jetzt rausgelassen habe. Gut. Dadurch, dass der Ork uns offenbar nicht feindlich gesinnt ist. Der ist schon wieder ein Goblin hinten, ey. Wo kommen die ganzen her? Komm schon, ey, verfickte kleine Goblins. Wo kommen die ganzen her? Gut. Aber ich denke, dass ich da oben hoch muss. Der Ork ist mir ja... Geräusch komisch. Etwas macht Heulwesen.
Okay. Selber schuld. Es wäre alles in Ordnung gewesen. Hättest du mich jetzt nicht angreifen wollen, dann hättest du überlebt. Gut. Gut, 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 gut. Ich denke, dass ich hier rum weiter muss, oder? Muss ich hier hoch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das finden wir in der nächsten Folge raus. Oh. Ah, ne. Schade, konnten wir nicht. Gut, okay. Das finden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge raus. Autospeichern. Autospeichern. Gut. Überschreiben. Ja, dich. Ja, definitiv. Der ist jetzt bei 30 Minuten. Das dürfte jetzt auch reichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.